Nachdem ich dann von dem Horror der letzten Folge beruhigt habe, können wir nun weitermachen mit Level 7, Geisterfreund. Haben wir hier... Ja, ich will schon immer den Geisterfreund haben. Geisterfreund? Ich habe ihn getötet. Was haben wir überhaupt? Flag is you? Was, ich bin die Flag? Ah, Baba is Baba and you. Also ich bin die Flag und ich bin Baba. Okay. Ist zumindest frei. Ghost ist Pull. Und Ghost könnten aber auch Move machen. Rechts haben wir nochmal das Wort Flag. Ah, okay. Skull is defeat. Klar. Hedge is stop. Klar. Ghost ist Ghost and weak. Okay, ich glaube, dieses Baba ist Baba und das Ghost ist Ghost ist da, damit das zeigt. Spiel nicht so viel rum. Es gibt eine Sache, die du machen musst. Und tu das. Wenn ich hier reingehe, bin ich tot. Also ich darf hier nicht nach rechts gehen. Hier ist meine Barrier. So. Meine Idee wäre jetzt, somit den... Ah, ich pull ihn. Ah, den Geist moven zu lassen. Ne? Und der kann doch dann auch die Flag pullen? Nein? Warte mal, nee. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Ist Pull, ja, aber... Nö, was hab ich getan? Wieso bin ich auf einmal desynced? Wie habe ich mich desynced? Seht ihr das? Wie hab ich das gemacht? Hier ist es passiert. Aber das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist doof. Nein, das ist doof. Nein, das ist nicht gut. Nö. Ghost is win. Aber ist weak. Und deshalb nö. Okay. Also meine Idee wäre jetzt, wir bringen den Geist nach drüben. Der pullt dann das Wort Flag zu uns rüber. Wir packen Flag in das Win und haben gewonnen. Ihr habt nur gesehen, wenn ich ihn versuche, da hier mitzunehmen. Moment. So. Dann geht er da geradeaus. Aber er kommt niemals da oben an bei Flag. Der erreicht das gar nicht. Und das liegt nur hier dran. In diesem Ding hier. Hier, diesem Ding hier. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun könnte. Baba ist Ghost? Nee, Ghost ist Ghost. Nee, warte, aber das heißt ja dann nur, dass Ghost Ghost ist und nicht Baba. Also das heißt, das könnte funktionieren. Logisch gesehen. Okay, das geht nicht, weil Baba ist Baba. Okay, erst da. Wait a minute. Könnte uns der Geist dorthin tragen? Ich lasse ihn einmal fahren. So, und wenn er jetzt wiederkommt, schubst er mich. Er stirbt. Er stirbt. Wenn ich jetzt einfach durchgehe und das mitnehme, dann habe ich ja einfach verloren. Ne? Weil Ghost is Win geht nicht, weil er weak ist und ich ihn trotzdem kill. Ja, Flag is Win kann ich nicht machen. Das bringt nichts. Ich muss da hinkommen, ohne dass ich da oben Flag bin und dann hier in meinen Tod reinlaufe. Oh. Es muss was mit diesem Geist zu tun haben. Hundertprozentig. Den muss ich da irgendwie hinkriegen. Nur wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Das ist die Frage. Moment.
Baba ist smooth. Ja, Baba ist smooth ist richtig. Weil ich mich dann zweifach bewege. Moment. Aber lass das besser zusammenbauen. So. Nee, ändert nichts. Okay, egal. Inwiefern hilft mir das? Ach, der Geist ist jetzt im Weg. Oder warte, nee. Doch. Okay, von vorne. Einfach nur... Ups. Einfach nur das jetzt hier nehmen. Hier reinstellen. Und dann hier durchsäppen. Oh, ich kann bis hierhin. Das ist echt stark. Wenn ich bis hierhin könnte, dann wüsste ich, wie wir gewinnen. Weil dann würde ich nämlich eigentlich sagen, Ghost ist Pull. Nimm ihn hier so mit und dann ziehe ich ihn bis hier hin. Bis hier oben hin. Und dann rennt er da rechts hin. Weil dann Ghost ist Pull und pullt dann Flag mit oder so. Ja. Das ist mein Plan jetzt. Okay. Das ist jetzt mein neuer Plan. Jetzt bin ich stuck. Ah, nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Das hilft ganz knapp nicht. Nee, leider. Oder? Ich... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss das ja. Also ich dachte zumindest, der Geist müsste das nehmen. Aber wie soll ich den Geist denn bitte von hier aus sagen, ey, geh da mal da hinten hin und wenn du dann da bist, dreh dich mal so um. Wie sage ich dem das dann? Das geht doch gar nicht. Hier. Wenn er da ist, muss ich ihn hochdrehen. Damit er dann zack und dann geht er zack und dann... Okay, das habe ich jetzt nachgeschaut, aber auch nur, weil ich jetzt ein paar Wochen nicht mehr gespielt habe, vergessen habe, dass ich dieselbe überhaupt angefangen habe. Also, wir nehmen den Geist mit, der bleibt hier stehen. So, was wir jetzt tun ist, Baba ist Pull, Ghost ist Move. Und jetzt gehen wir ihm hinterher. Moment. Achso, nicht bewegen, sondern sich hier an den Geist festhalten. Also, sobald er hier so vorbeigeht. Nichts drücken, einfach nur, ich habe die Taste gedrückt, alles geht von alleine. Und jetzt nehme ich Flag mit. Was jetzt passiert, könnt ihr euch wohl wahrscheinlich alle vorstellen. Bam. Den kann ich killen, den brauche ich nicht mehr. Und da sind wir auch schon durch. Schon. Ja, für mich waren es ein paar Wochen. Wie sah es mit euch aus? Naja, machen wir weiter mit Geisterwache. Drache erwache, Geisterwache. Was haben wir hier? Rock is Push. Das ist ein Blatt. Leaf ist Telle. Text is Float, Bubba is You, Flag is Swim. Foliage is Sink. Das heißt, ich bin Bubba. Hier kann ich nicht durch. Stein kann ich bewegen. Key nicht. Ghost has Flag. Ghost is Shut and Push. Okay, wir wollen den Schlüssel zu dem Geist bringen. Und dann haben wir gewonnen. Richtig? Hedge is Stop. Das heißt, das Blatt hier, das teleportiert uns, aber das Blatt killt uns. Aber jetzt haben wir hier wieder ein Tele-Ding, also ein Teleport. Dieses Wort Teleport jetzt aber mitzunehmen macht überhaupt keinen Sinn, weil das können wir hier in diesem Ort nicht verbinden. Was allerdings Sinn machen könnte, wäre mit dem Stein um was anzufangen. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht, den Stein hier durchzuschieben. Kann ich ihn mitnehmen? Nee, aber ich kann ihn schieben. Warum ist hier ein Loop-de-Loop? Warum ist hier so ein Loop-de-Loop? Ich probiere erstmal
hier vielleicht irgendwas zu machen. Wir haben hier noch ein Is, was wahrscheinlich für diesen Raum gedacht ist. Also Rock Is, Leaf Is, Teller? Würde das Sinn machen? Na, Moment, jetzt muss ich das ein bisschen verrutschen. Oh, ich glaube, das geht jetzt gar nicht mehr, oder? Ja, doch, 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 so. Und das dann da rein. Und dann kann ich mich hier teleportieren, richtig? Aha. Okay, helfen tut das aber jetzt im Moment noch nicht. Also ich denke mal, ich soll den Stein irgendwo... Nee, Moment mal. Wenn der Stein auf dem Schlüssel liegt, ja. Und die, sagen wir mal, Rock is Telle. Maybe? Nicht das... Na, jetzt habe ich's... Jetzt hab ich das Falsche genommen. Rock is Telle. Ja gut, es gibt keinen zweiten Stein, deshalb... Leaf is Rock? Oh Gott, hier ist ja einiges geclustert. Wie komme ich denn da jetzt dran? Boah, das geht doch gar nicht. Das kriege ich doch... Nein, das geht nicht. Das kriege ich da nicht weg. Also, vielleicht ist meine erste Idee ja doch die richtige gewesen. So... Und dann vielleicht Leaf is Push. Und dann packe ich... Ja doch, warte mal. Bevor ich jetzt da weiterlaber, zeige ich euch einfach, was ich meine. Und zwar machen wir erstmal Leaf is Push. Und Leaf is Telle. Moment, das kriegen wir hin. Machen wir es einfach so. Moment. Alles gechillt. Jein. Das ist doof. Wir wollen es so rum haben. Denke ich. Das. Ja. Ich möchte das Ding jetzt pushen auf den Key. Den Key hier droben drin haben. Dann dieses Leaf hierhin pushen. Zu dem Geist. Dann geht der Geist auf und wir haben gewonnen. Das ist meine Idee. Ja. Und jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich das pushen kann. Ich glaube... Ah, Texas Float! Eieiei, da muss man ja auf einiges achten. Wenn ich das Leaf erstmal zu einem Rock mache... Ich mache erstmal. Moment. Meine neue Idee wäre jetzt gewesen zu sagen: Leaf is Rock. Und dann Rock is Push. Ich push das in den Schlüssel rein. Warte mal, das geht sogar. Weil wir haben doch hier einen Stein. Wenn ich den da schon mal drauflege und dann sage: Rock is Leaf. Na, wir wissen ja alle: Leaf is Telle. Wenn wir dann sagen, Rock is Leaf is Telle, jetzt wechselt das immer ab. Okay, interesting. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Ich würde so gerne Leaf is Rock machen und dann das Ding pushen. Weil das hilft nicht, wenn ich das so mache. Das Ding zu pushen ist nicht wirklich hilfreich. Right? Oder? Ist Telle. Achso, Rock ist Telle. Nein, Leaf ist Telle. Was muss denn jetzt auch der Schlüssel da sein? Ist ja nervig. Aber machen wir es mal so. Jetzt kann ich mich halt nicht mehr teleportieren, ne?
Ich glaube, ich bin da an der Lösung dran, aber hab doch das letzte Schlüsselstein zu diesem Rätsel nicht gefunden. Also, wir wollen ja, dass es in den Geist rein teleportiert wird. Wenn ich das hier reinstelle, schön und gut, aber dann komme ich da nicht mehr raus. Habt ihr ja gerade gesehen. Und den Stein teleportieren kann ich. Okay. Aber gut, bringt das irgendwas? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wenn ich den Stein da oben schiebe, komme ich zwar zum Geist, aber ich habe nichts, gar nichts, womit ich den Schlüssel dahin teleportieren kann. Also brauche ich ja den Stein, damit ich ihn zu einem Blatt machen kann. Nur da, wo ich ihn zum Blatt mache, kann ich ihn nicht mehr wegschieben. Weil ich da oben links sack bin aus irgendeinem Grund die ganze Zeit. Und vielleicht gucke ich mal. Ich glaube, ich guck mal nach. Okay, ich habe es mir jetzt mal im Video angeschaut und ganz ehrlich, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, ich wäre schlau mit dem, was ich hier jetzt überlegt habe, aber. Scheinbar nicht. Der Stein soll tot sein. So, kaputt. Das war schon mal richtig. Ich dachte vielleicht, es wäre doch nicht richtig, aber doch, das ist so richtig. Was wir jetzt machen ist. Leaf ist. Aber das hier kurz weg. Leaf ist. Push. Ja. Fangen wir es mal hier hin. Und dann sagen wir, leave is telle. Nee, Moment. Aha, okay. Also ich habe es mir noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Aber ganz ehrlich, darauf komme ich nicht. Darauf wäre ich nicht gekommen, weil das ist halt echt. Wie sage ich? Das ist echt wieder sowas richtig Blödes. Etwas, was mich einfach nur nervt, was mich einfach nur aufregt, weil ich das. Das ist nicht schlau für mich. Ne, dieses Spiel ist ja eigentlich cool für mich, weil ich die Lösungen schlau finde. Aber hier in dem Fall, für diese Lösung, das ist halt wieder einer von den Lösungen, wo ich mir denke, wisst ihr, was ich meine? Moment, ich zeige euch jetzt die Lösung. So, Leaf ist Push. Das Leaf soll jetzt in die Ecke. Und was wir jetzt haben wollen, ist das, was ich vorhin aufgebaut habe. Das kommt erst jetzt. Es ist alles etwas verwirrend, aber wie gesagt, das macht auch irgendwie für mich nicht so viel Sinn. Ja, also. Wir können das Wort Leaf ins Leaf reintun. Klar, ist auch gerade deaktiviert, passiert ja auch nichts. Ne? Das ist ja noch logisch. Da sage ich auch nichts gegen. Ist ja alles in Ordnung. So. Was jetzt aber kommt, finde ich irgendwie echt nervig. Also. Jetzt können wir, wenn wir das jetzt runterschieben, dann ist gleichzeitig Leaf is Telle und Leaf is Push aktiv. Aber ich schätze, weil wir genau in dem Moment im Leaf drin sind, können wir uns dann durchteleportieren und dann ist das mein Problem, was ich vorhin hatte, einfach verschwunden. So, und jetzt müssen wir halt. Das ist auch noch der Loopy-Loop hier. Moment. Oh. Ghost war Push? Oder so? Scheinbar. Also, ganz ehrlich, Freunde. Ich weiß nicht. Also, vor allem jetzt die Level, die wir heute gemacht haben. Das waren nur zwei oder so? Also, diese Welt macht mich komplett kaputt. Vielleicht fange ich auch bald mal an, das Spiel zu streamen, damit wir pro Folge, sage ich mal, dann noch viel mehr schaffen, weil ich werde heute wie nur zwei, drei Level schaffen. Ich versuche jetzt noch das hier, Blätterkammer. Mal gucken, ob das hier eine neue Folge wird oder ich das noch drin lasse. Keys open.
Fungus, also Pilz, ist Shut and Pull. Ja, da oben sehen wir einen Pilz. Fungus heißt The Flag to Win. Okay, also den Fungus wollen wir kaputt machen, denn in dem Fungus, in dem Pilz ist unser Win. Baba is you. Wir sind Baba. Oh, was? Leaf is Leaf, lol. And Foliage is Defeat. Okay, Leaf, also alles, was mit Blättern zu tun hat, killt uns. Schlüssel. Was? Leaf is Move, Key is Push, Pull. Pull? Pull, ja. Key is Pull. Den ziehen wir da erstmal schön fett raus, du. Und dann machen wir Push. Richtig? I guess. Also es macht für mich Sinn, wenn wir jetzt Push machen und dann... Na gut. So bin ich halt tot. Ah, warte mal. Einen Moment. Wenn wir sagen... Key is move. Moment. Ich mach das mal so, dass hier Platz ist. Weil vielleicht brauche ich es noch. So. Key is move. Ah, warte mal. Ich glaube, der Key muss erstmal. Moment. Hier unten stehen. Nur wie sage ich denn jetzt dem Key? Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich jetzt habe. Okay. Wie fixen wir das? Kann ich die Leaf zu irgendetwas gebrauchen? Eigentlich ja nicht, ne? Ich brauche die nicht. Was ich brauche, ist den Schlüssel da rein zu tun. Ja, und dann... Ich meine, klar, Flag is Win. Da kommt eine Flag, aber wie komme ich denn zur Flag? Wie komme ich denn dann zur Flag? Eine Idee, die ich noch... Ups. Softlocked. Die Idee, die ich noch hätte, wäre, dass die Leaves... den Key pushen. Ja? Das wäre jetzt noch meine Idee. Ansonsten habe ich keine Ahnung, du. Aber okay, wo soll der denn dann stehen? Hier? Ja, und der Key? Den soll ich denn da reinschmuggeln? So ganz langsam, so ganz unauffällig. Okay, versuchen wir es mal. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich denen sage, ey, geh nach oben. Halt, außer wenn ich es halt so mache. So geht er halt nach oben und unten. Aber das hilft nicht. Das hilft mir nicht. Was? Okay. Das ist halt echt Kacke. Nee, das ist echt Kacke. Das ist gerade das Geräusch meines Gehirnes. Mein Gehirn macht gerade... Das macht mein Gehirn gerade. Ich check's nicht. Wie soll er da hochkommen? Wegen diesem Block geht's nicht. Sonst hätte ich einfach gesagt, Latsch nach oben. Okay, aber da ist halt dann auch wieder das Problem. Dann ist das Ding offen und was nur? Dann ist da eine Flagge und ich komme da nicht hin. Nee, keine Ahnung. Ich guck's wieder nach. Sorry. Ich weiß, ich gebe schnell auf, aber... Ich bin überfragt und wenn ich nach 15 Minuten merke, ich habe keinen Spaß an dem Level, ich will einfach mal weiterkommen, das Level tut mir einfach nur noch im Kopf weh, dann gebe ich auf. Ja. Ich spiele jetzt ja auch alles alleine, ich habe keine Ideen, ich habe niemanden, der mir Ideen geben könnte. Also ja.
Ha? Ich hab's gerade angeschaut. Die Idee hier. Die ist richtig. Nur die Umsetzung ist falsch. Und zwar ist... Oh Gott. Ich hab gedacht, unser Plan ist es, den Schlüssel... Ja, den Schlüssel da oben hinzubringen. Nein, unser Plan ist eigentlich, den Pilz zum Schlüssel zu bringen. Ja. Und wir das anstellen. Ich hab's falsch gemacht. Moment, wir machen noch mal von vorne. Da kann ich euch vielleicht auch am besten zeigen. So. Also, erstmal machen wir Leafs Push, aber bitte in dem Moment, wo die besser rumstehen, so wie jetzt hier. Nee, warte, das ist auch nicht gut. Mann, ich brauche euch. Komm mal da raus hier, Alter. Okay, einen kriege ich schon mal. Basically wollen wir die so aufstellen, dass die hier gleichzeitig nach rechts gehen. Jetzt gucken sie beide nach rechts. Also werden noch nach rechts gehen. Und du? Warum gehst du nicht nach rechts? Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nach rechts gehen. Warum tust du das nicht? Warum tust du das nicht? Jetzt bitte. Ja? Ja? Stopp! Okay. Jetzt wollen wir die Blätter eins nach unten pullen. Und jetzt passt auf, was die tun werden, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das jetzt anstelle. Moment. Wir wollen den Key... Sagen wir mal, der kann ruhig hier hin. Ja? Und jetzt... Nimm die... Ah, okay, der Key liegt im Weg. Okay, das darf ich nicht machen. Ich dachte, ich kann das schon ein bisschen eher machen. Geht aber nicht. Okay, also. Die nehmen jetzt den Pilz hier raus. Nehmen ihn mit. Gehen aber nur bis dorthin, habt ihr gesehen. Und stopp. So, jetzt machen wir wieder. Jetzt können wir machen, Leaf ist Pull, Key ist Push. Und dann haben wir's. Also, ich hatte die richtige Idee, aber die falsche Umsetzung. Genau wie im letzten Level. Hä? Move? Und dann sofort Stopp? Oder ein bisschen warten bis Stopp? Nee. Oh, ist das dumm. Okay. Wir sind noch nicht fertig. Hey! Wir müssen ihn ja rausschubsen. Und das machen wir, indem der andere den da rausholt. Achso, der bleibt da oben stecken. Okay. Dann muss ich den eins weiter nach oben schubsen. Das machen wir so, indem wir Push benutzen statt Pull. Genau. Machen den hier. Ja, was der Key macht, ist mir jetzt egal. Kann mir egal sein. Jetzt muss ich... Das ist das Problem, ich muss einfach nur irgendwie richtig timen. Ja. Und das war's. Jetzt machen wir Keys Pull. Key, komm mal her. Jetzt machen wir Keys Push. Key, komm mal her. Und geschafft. Ja, ich würde sagen, genug Brain Damage für die Woche. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns dann hier unten die Level anschauen. Und dann vielleicht auch noch ja, die hier drüben. Die kriegen wir auch ein bisschen Bildung. Da bin ich gespannt. Seid dabei.